So, hallo zusammen. Wir haben hier eine Aufgabe zum senkrechten Wurf. Die Aufgabe lautet: Ein Stein wird mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde senkrecht nach oben geworfen. Welche Höhe erreicht der Stein? Um die Aufgabe richtig zu verstehen, machen wir mal eine kleine Skizze. Wir haben hier also einen Stein, der wird senkrecht nach oben geworfen und hat eine Anfangsgeschwindigkeit V0 von 30 Metern pro Sekunde. Und wir wissen ja aus dem Alltag, dass wenn ein Stein, der nach oben fliegt, mit der Zeit immer langsamer wird, weil jetzt greift hier eine zweite Kraft auf den Stein, und zwar ist es die Erdanziehungskraft, die den Stein nach unten zieht. Und unsere Geschwindigkeit, beziehungsweise die Gesamtgeschwindigkeit des Steines ist dann V0, also die Anfangsgeschwindigkeit, minus diese Erdanziehungskraft, die nach unten zeigt und dabei auch den Stein abbremst, und zwar mit G mal T. G steht für die Erdbeschleunigung, die ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, und T ist die Zeit in Sekunden. Das heißt, mit größer werdender T, also mit größer werdender Zeit, wird mein Stein immer langsamer, bis er dann eine Höhe erreicht, wo dann die Geschwindigkeit nach oben gleich 0 ist. In diesem Punkt hat der Stein dann seine höchste Höhe erreicht, und von dort an oder von dem Zeitpunkt an wird er dann nach unten fallen. Wir können dann also sagen, dass die Geschwindigkeit des Steines in diesem Punkt hier die Gesamtgeschwindigkeit gleich 0 ist, sodass wir sagen können, dass V0 minus g mal t, also gleich 0 ist. Und wir können das dann so schreiben, dass V0 ist dann genauso groß wie das g mal t, also wie die Kraft, die den Stein nach unten zieht. Und jetzt können wir berechnen, in welche Zeit das passiert. Wenn wir das Ganze nämlich nach t umstellen, also auf der rechten Seite das g auf die andere Seite holen, dann haben wir hier V0 durch g gleich t. Und V0 ist ja 30 Meter pro Sekunde geteilt durch 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, kommt da ein Wert von 3,06 Sekunden raus. Also, unser Stein braucht 3,06 Sekunden, um seine höchste Höhe zu erreichen. Und von dem Punkt an wird dann dieser Faktor, also der Faktor, dass der Stein nach unten gezogen wird, größer. Und von dem Punkt an wird der Stein dann wieder nach unten sich senken und wird dann ja, nach unten fallen. Gut, welche Höhe haben wir dann in dieser Zeit dann erreicht? Auch dafür gibt es eine Formel. Die Höhenformel lautet in diesem Falle V0 mal t. Das wäre also die Strecke, die der Stein erreichen würde nach diesen 3,06 Sekunden, ohne dass es abgebremst werden würde durch die Erdanziehungskraft. Aber die ist ja mit da drin und die müssen wir deswegen da mit reinnehmen. Die ist dann 1/2 mal g mal t Quadrat. Und wenn wir alle Werte einsetzen, die wir haben, dann bekommen wir auch die Höhe raus. V0 war 30 Meter pro Sekunde. Ich schreibe mir jetzt die Einheiten nicht dazu. Das würde das Ganze sehr unübersichtlich machen, sondern schreibe nur die Zahlenwerte dran. So, minus 1/2 mal 9,81 mal 3,06 zum Quadrat. Machen wir mal vielleicht in Klammern. Und wenn man das alles in den Taschenrechner eingibt, dann bekommt man eine Höhe von 45,87 Metern raus. Das ist also die Höhe, die der Stein erreicht, und von dieser Höhe an wird er wieder nach unten sinken. So, wir kommen zu einer Klausuraufgabe, die auch was mit dem senkrechten Wurf zu tun hat. So, die Klausuraufgabe lautet: Eine Rakete wird senkrecht nach oben geschossen. Die Beschleunigung a beträgt 20 Meter pro Sekunde Quadrat. Nach 60 Sekunden geht der Rakete der Treibstoff aus. Wie hoch steigt die Rakete, bevor sie wieder auf die Erde fällt? Auch hierzu machen wir eine kleine Skizze. Zunächst einmal startet unsere Rakete von diesem Punkt an, 60 Sekunden lang bis hierhin.
Und zwar mit einer Beschleunigung von a gleich 20 Meter pro Sekunde Quadrat. Von diesem Punkt an steigt die Rakete immer noch weiter, aber sie beschleunigt nicht, sondern sie hat ja hier eine Geschwindigkeit V0. Und mit Hilfe dieser Geschwindigkeit steigt sie so lange nach oben, bis irgendwann die Erdanziehung so groß ist, dass sie die Rakete wieder nach unten zieht. Das ist also die Höhe, die wir berechnen müssen. Von diesem Punkt an geht es wieder nach unten, wie gesagt, wegen der Erdanziehungskraft. Na. So, wie berechnet man solch eine Aufgabe? Wir können erstmal hier berechnen, welche Geschwindigkeit hat die Rakete erreicht, wenn sie jetzt 60 Sekunden lang mit 20 Metern pro Sekunde beschleunigt wurde, also bis zu dem Zeitpunkt, wo der Treibstoff ausgeht. Und das ist a mal t. Und das sind dann 20 Meter pro Sekunde Quadrat mal 60 Sekunden machen 1200 Meter pro Sekunde. Das ist also die Geschwindigkeit, die die Rakete hat, als der Treibstoff, also wenn der Treibstoff dann zu Ende geht. Welche Strecke wurde hier zurückgelegt? Also von diesem Punkt bis zu diesem Punkt. Diese Höhe, die Höhe 0, sagen wir mal, die kann man ganz einfach berechnen. Die Strecken Formel für beschleunigte Bewegung ist 1/2 a mal t Quadrat. Und wenn wir für a 20 Meter pro Sekunde einsetzen, Sekunde Quadrat mal 60 Sekunden zum Quadrat, dann bekommen wir hier eine Höhe von 2600 Metern, falls ich mich nicht verrechnet habe, da muss ich mal nachgucken. Nein, das sind 36.000 Meter. 36.000 Meter ist dann die Höhe, die die Rakete erreicht, bis dann der Treibstoff zu Ende ist. Und von diesem Punkt an habe ich einen senkrechten Wurf nach oben mit einer Anfangsgeschwindigkeit von v gleich 1200 Metern pro Sekunde. Und wir hatten ja eben auch den Fall bei dem Stein des senkrechten Wurfes nach oben. Und nach den gleichen Formeln können wir jetzt hier berechnen, wie lange erstmal der Flug nach oben dauert. Und zwar im höchsten Punkt hat ja die Rakete eine Geschwindigkeit von v gleich 0. Also wenn die Rakete hier oben ist, hat die Rakete eine Geschwindigkeit von v0. Und daraus können wir ableiten, v0 minus g mal t ist gleich 0. Wir stellen das mal so um, dass wir V0 auf der linken Seite haben und G mal T auf der rechten Seite. Wenn wir jetzt durch G teilen, V0 durch G, haben wir die Zeit, die die Rakete braucht, bis sie ihren höchsten Punkt erreicht. Und da haben wir 1200, nein, doch 1200 Meter pro Sekunde. Durch 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Und da kommen 122,32 Sekunden raus. Also so lang fliegt die Rakete nach oben. Welche Strecke legt sie dabei zurück? Auch dafür hatten wir eine Formel. Also das ist dann die Gesamthöhe. Die beträgt dann V0 mal t minus 1/2 g, die Erdbeschleunigung mal die Zeit zum Quadrat. Und wenn wir alle Werte einsetzen, die wir haben, V0 war ja 1200 Meter pro Sekunde. Ich werde jetzt die Einheit nicht dazu schreiben, damit die Übersichtlichkeit nicht verloren geht. Mal 122,32 Sekunden, das ist die Zeit, minus 1/2 mal 9,81 mal 122,32 Sekunden zum Quadrat. Und wenn wir das alles berechnet haben, dann kommt eine Höhe von, muss ich mal gucken, was ich da ausgerechnet habe, 73.394,5 Meter.
Das ist also die Strecke, die die Rakete von diesem Zeitpunkt hier an zurücklegt. Also 73.394,5 Meter. So. Und dann hatten wir noch die Höhe, die zurückgelegt wird, bevor der Treibstoff ausgeht. Das ist also die Höhe, die die Rakete erreicht, nachdem der Treibstoff ausgeht. Und die Gesamthöhe ist einfach, dass wir diese beiden Höhen hier zusammenrechnen. 73.394,5 Meter plus 36.000 Meter. Und da kommt dann raus 4939. Also 109.394,5 Meter ist die Gesamthöhe, die die Rakete erreicht, wenn sie 60 Sekunden lang mit 20 Metern pro Sekunde beschleunigt, nach oben senkrecht abgeschossen wird und nach 60 Sekunden geht also dann der Treibstoff aus. Solch eine Höhe würde also die Rakete dann erreichen. Das war's dann für heute. Danke fürs Zusehen.